Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenfallen erkennen. Eigentlich habe ich hier gerade gar keine Zeit, diese Folge aufzunehmen, weil ich schon wieder was gewonnen habe. Ich bin wirklich ein glücklicher Zucker. Heute habe ich geschafft, die milliardste Google-Suche zu tätigen. Mit dem Wort Telefonziege natürlich. Schauen wir mal, was wir gewonnen haben. Vor wenigen Minuten haben unsere Computer Sie als neuen Gewinner der milliardsten Google-Suche ausgewertet. Geil. Schön Konfetti. Unser letzter Gewinner war Heike Brandstätner aus Leverkusen. Schön, wenn es die Person wirklich gäbe, wäre das schon ein Verstoß gegen Datenschutzgesetze, die mit ihrer Milliarden Google-Suche ein Samsung HD-Fernseher gewonnen hat. Wir sind stolz, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie unser nächster Gewinner sind. Jedes Mal, wenn die Milliarden Google-Suche erreicht wird, setzen wir periodisch den Zähler zurück und programmieren einen neuen Gewinner. Ah, ist das schlecht! Sie dürfen sich einen von drei unten stehenden verdeckten Preisen aussuchen. Zusätzlich werden Sie in die Google Hall of Fame eingetragen und erhalten eine zertifizierte Siegerurkunde, wohl eher Idiotenurkunde, wenn man da wirklich mitmacht, so wie ich. Hinter jedem blauen Pokal steckt ein toller Preis. Oh nein, Sie dürfen davon einen aufdecken und für sich behalten. Aus Sicherheitsgründen dürfen wir Ihre Einladung nicht länger als 15 Minuten offen halten. Das ist jetzt schon gelogen, weil eben als ich das aufnehmen wollte, kam ein Anruf dazwischen, der dreiviertel Stunde gedauert hat. Ah, wählen Sie bitte jetzt einen Preis und folgen Sie anschließend den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm. Guck mal, wie das gemacht ist. Oben Google-Logo, oben Anmelde-Link. Ist das krank, Leute? Benachrichtigungen. Lernst den Gewinner hier sogar teilweise mit Foto, teilweise so mit dem Standardding von Gmail, wenn man kein Bild drinnen hat, sodass das möglichst seriös aussieht. Ist das traurig. Aber alleine, wenn man glaubt, dass von 1. September bis zu 28. September nur eine Milliarde Mal bei Google gesucht wurde, überleg mal, wie viele Milliarden Menschen das auf der Erde gibt. Ist sehr unwahrscheinlich, dass die so lange brauchen, um eine Milliarde Leute zu googeln. Auf jeden Fall ist das eine der perfidesten Abzockmaschen. Ihr werdet gleich sehen, um was es dabei geht. Die hier eben suggerieren, dass ihr ganz tolle Sachen gewonnen habt und dabei eben eins zu eins die Google-Seite imitieren. Diese Geschichte ist richtig schön. Ich werde jetzt einfach mal gucken, wer hier hinter steckt und werde einfach mal Google selber anschreiben und denen mal zeigen, welche Firma hier mit ihrem Firmenlogo und in ihrem Namen Versprechungen macht. Und jetzt wollen wir einfach mal gucken, wer nimmt die goldene Mitte. Wir haben natürlich das Wertvollste gewonnen, 500 € Amazon-Gutschein. Und diejenigen, die meine Arbeit kennen, die werden jetzt schon denken, warte mal, Amazon-Gutschein 500 €? Ja, Gewinnspiel Mafia. Sie gewinnen 500 € Amazon-Gutschein, bla bla bla. Überraschen Sie Ihr Liebling mit großem Naschvorrat. Oh, blöd. Preis annehmen natürlich. Dimitri Sommer heißen wir heute mal. Oh, ist das unser Preisübergabeformular steht für Sie bereit. Und es ist nur noch 5 Minuten reserviert. Fuck, vorhin waren es noch 15 Minuten, aber ich bin schon fast eine Stunde dabei. Egal, wollen wir machen. Ich will euch hier auch nicht ewig an den Bildschirm fesseln. Ihr müsst ja auch alle noch eure Ziegen züchten. Preisübergabeformular. So, guck mal, kein Google-Logo mehr, gar nichts mehr. Jetzt heißt es hier oben. Mitmachen, gewinnen, einkaufen. Gewinnen Sie einen Amazon-Gutschein. Guck mal, jetzt sieht das Ganze plötzlich ganz anders aus. Hier steht nirgends mehr irgendwas von Google. Hier steht nirgends mehr von Milliarden Suche oder sonst irgendwas. Das Ganze läuft sogar auf eine DE-Domain. Das heißt, rein theoretisch kann man rauskriegen, wer dahinter steht. Geben Sie hier auch schon an, Doleado GmbH. Das sind sehr bekannte Datenhändler, die mit genau solchen Fallen, mit solchen perfide konzipierten Fake-Webseiten unter anderem, Leute dazu bringen, ihre Daten einzugeben. Wie das Ganze aussieht, zeige ich euch jetzt einmal. Wenn ihr euren Telefonanschluss und eure E-Mail-Postfach nicht völlig versauen wollt, solltet ihr bei solchen Geschichten niemals mitmachen. Schauen wir mal. Einsendeschluss 31.12. Bla bla bla. Der Markeninhaber oder Hersteller ist weder Veranstalter noch Sponsor. Das habt ihr aber eben ganz anders gezeigt, Leute. Da war Google Logo konzipiert, abgekugelt von der Webseite. Im Namen von Google, für Google, von Google. Bin mir ziemlich sicher, dass ihr euch strafbar gemacht habt, ihr Hunde. Aber wollen wir einmal schauen? Bitte geben Sie Daten ein.
Da diese Pop-up relativ selten kommt, muss ich das heute hier leider zensieren und mit echten Daten arbeiten, da halt mit meinen echten Fake-Daten. Seht mir das bitte nach. So, wollen wir mal gucken. Dimitri. Jetzt habe ich mich mit H geschrieben. Ich freue mich so, diese Pop-up zu haben. Es ist schon echt schrecklich, was die da machen. Wenn ihr euch mal überlegt, wie viele Leute da reinfallen. Das kriegt natürlich nicht jede Milliardste Suche, sondern jeder, der zufällig gerade mit deutscher IP oder deutscher Zurückverfolgung irgendwo drauf geht, dass die das zuordnen können und dann kriegst du diese scheiß Seite angezeigt. So. Guck mal, hier ist das Häkchen schon gesetzt. Ich bin einverstanden, dass die Sponsoren mich postalisch per E-Mail bla 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 kontaktieren. Das ist schon gesetzt. Du hast das nicht selber gemacht. Heißt, ist schon mal völlig scheißegal, was wir jetzt machen. Ich habe diesen Haken nicht selber gesetzt. Es ist schon gemacht worden. Wollen wir uns mal anschauen, welche Menschen hier als Sponsoren auftreten. Und dann werde ich davon auch mal ein paar direkt anschreiben, wie die mit solchen Leuten zusammenarbeiten können. So. Axel Springer, schämt euch. Bild, schämt euch. Ich habe das Gefühl, wir werden uns hier oft noch schämen. MyDays GmbH, Unilever Deutschland, yay, blöd. Guckt euch das an. Brandbüro, Buddha, die kennen wir ja auch zur Genüge. Deutsche Edelmetallhandelsgesellschaft, was soll das denn? FAZ, guckt euch das an. Guck mal, hier steht Kontakt per E-Mail, Hennemann Telefonmarketing. Aha, merkt ihr selber? Lottohelden, bla bla bla, Platinum, Reichsgrafen Ingelheim, ja, die kennen wir ja zur Genüge. Da frage ich auch nicht nach, da kenne ich die Antwort. Astroway. Immerhin steht hier diesmal nicht WWF oder SOS Kinderdörfer dabei. Gucken wir mal, was bei Telefon steht. Cura Blue, Goldgas, Procare Cooperative, Sky Österreich, Power Media, bunter Steuerzahler. Fuck you, blöd. Ist das euer Scheiß Ernst? Dafür gebt ihr Geld aus? Ist das widerlich. Deutscher Energievertrieb, Döner for Dogs, Evern. Oh, blöd. Elite Premium Service AG. Die kennen wir doch auch. Das sind die mit den Lotto-Gewinnspielen. Elite Service GmbH. Nochmal sowas in die Richtung Euro-Lotto AG. So komisch, dass die alle in der Schweiz sitzen. Merkt ihr das? Guckt euch diese ganzen Firmen an. Dadurch, dass die euch vorgegaukelt haben, dass ihr vermeintlich die Milliarden der Google-Suche getätigt habt, gebt ihr ein unwirksames Werbeeinverständnis an diese ganzen Firmen, die hier aufgelistet sind. Die nehmen das natürlich alles für bare Münze und denken, blöd, der will unbedingt was bei mir kaufen. Und jeder von diesen scheiß Firmen wird euch anrufen, anschreiben, belästigen, terrorisieren und die Daten werden von denen natürlich auch wieder weiterverkauft, weil Datensätze bares Geld wert sind. So, machen wir mal weiter hier. Mal gucken, wo wir unsere 500 Euro kriegen. So, das war's schon. Guck dir das an. Du musst nicht mal, die sparen sich das hier sogar, diese widerlichen, dreckigen Gewinnspielfragen einzubauen. Die leiten dich direkt auf die nächste Seite weiter, wo du jetzt noch einen Kredit aufnehmen sollst. Heißt, du hast hier nicht wie üblich diesen Abgleich, woran könnte der Kunde Interesse haben, was sind seine Vorlieben, was braucht er vielleicht. Du wirst direkt hierhin weitergeleitet, nachdem du deine Daten eingegeben hast. Traurige Sache. Traurige Sache. Damit wird dieses Video etwas kürzer als die sonstigen. Aber alles Wichtige ist gezeigt, alles Wichtige ist gesagt. Wenn einer von euch Lust hat, kann ja auch mal bei den Firmen durchgucken, ob da was ist bei ihm in der Nähe oder was Bekanntes. Und vielleicht einfach mal nachfragen, wie das sein kann, dass die mit solchen Leuten zusammenarbeiten. Ihr habt das gerade live gesehen, das ist Betrug. Die Leute werden mit Gewinnversprechen geködert, ihre ganzen Daten preiszugeben. Wofür? Nicht für einen Gewinn, auch nicht für eine Gewinnchance, sondern einzig und alleine dafür, dass ihre wertvollen Daten die Tür zur Privatsphäre, zu Telefonnummern und Adressen an alle möglichen Verrückten weiterverkauft werden, wie ihr gerade gesehen habt. Bitte fallt da nicht drauf rein, warnt Freunde oder wenn einer sagt, ich habe gewonnen, sag ihm, dass das scheiße ist und dass er sich ganz schnell drum kümmern soll, das wieder gerade zu biegen. Sowas ist das Einfallstor zu euch und die lassen euch nicht mehr in Ruhe. Vielen Dank.